So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und wie da oben immer noch steht, wir haben immer noch einen Tag vor Release Date. Ja, es ist mittlerweile länger her. Ich gebe es trotzdem an, das hier ist nicht mein Magic Arena Account. Das ist ein Account, für den ich alles freigestellt bekommen habe und Wizards mich eingeladen hat, mit diesem Account zu spielen, auf diesem Event. Und dementsprechend, ja, Werbung, da oben steht's immer noch. Jetzt schon ziemlich lange. Gucken wir uns an, was für ein Deck wir haben. Und zwar haben wir mein Lieblingsdeck. Mein Lieblingsstandarddeck aktuell. Wir haben Yorion, UW, Flicker, Fortell, Control. Und ich liebe es. Ich muss sagen, ich liebe es einfach. Und es ist ein super, super cooles Deck. Und gewinnen tun wir halt hier über Desert Storm und so weiter. Und ja, Hammer. Ich habe so Bock drauf. Und ja, die neuen Karten. Monk Class macht es halt sehr, sehr cool, mit zwei Spells zu casten. Und wir können halt was bouncen. Und wir können die oberste Karte dann exilen. Und ja, sie dann casten. Dann andere neue Karten sind, glaube ich, auch sonst nur noch der Drache. Und der haben wir halt 5 Mana, 5, 5 fliegend. Solange der enttappt ist, hat er Ward. Und wenn er Schaden einem Gegner zufügt, ziehen wir eine Karte. Und wenn wir weniger als 3 Karten haben, ziehen wir Karten nach der Difference. Gehen wir mal in die Queue rein. Da haben wir unseren Gegner. Und ich muss dabei jetzt sagen, 75. Den könnte man kennen. Den könnte man kennen. Wir sind 65. Interessant, interessant. Was nehmen wir hier? Wir könnten hiermit auf Blau, auf Weiß. Boah, ich will ja eigentlich. Oh, nee. Ja, okay, mit Scry und Draw. Das keepen wir mal. Das keepen wir mal. Wir. Den Favorite Passage. Irgendwie wurde unser Companion nicht ausgewählt. Warum wurde unser Companion nicht ausgewählt? Was ist das für ein. Buggy, Bug, Bug. Ja, Weiß rein. Unser Companion ist nicht da. Ich glaube, ich habe die Deckliste falsch aufgerufen. Dementsprechend muss ich Deck wahrscheinlich gleich nochmal nachmachen. Und das ist Madu Knights. Okay. Nicht so geil für uns. Scry 2, then draw a card. Machen wir es mal so. Ziehen dann die eine Karte. Haben wir auf jeden Fall für nächste Runde Land, was ganz nett ist. Für Omen of the Sun. Um den Typen auch umzublocken. Ja. Ein Damage. Das ist okay. Brauchen wir Rot im Deck? Nicht wirklich. Ich würde mal wieder das Weiße legen und Go sagen. Mal gucken, was mein Gegner macht. Je nachdem dann eben Omen of the Sun spielt. Ein bisschen den Drachen ärgern. Ein bisschen den Gegner Drachen ärgern. Okay. Schwarz, Rot, Blau. Es ist doch anscheinend was anderes, wie ich gedacht habe. Dann spielen wir mal das. Das ist nicht schlecht. Dann kriegen wir 2 Human Soldiers. Hat einen Response? Wahrscheinlich. Ich würde mir jetzt davon ausgehen, dass hier jetzt ein Stomp kommt. Oder? Oder tradet er? Naja, tradet. Sieht zumindest so aus. Auf der anderen Seite, warum soll man hier stompen? Man gibt hier plus 3 plus 1. Dann gehen beide Token drauf. Das ist schon ganz nett. Hier lege ich das und sag mal go. So langsam bin ich in einem Bereich, wo ich sage, ich fühle mich ganz wohl. Gerade auch das Negate auf der Hand. Der Storm kann nächste Runde theoretisch kommen. Möchte ich aber noch nicht. Ich will ihn später holen. Ich habe mir gedacht, warum hier keine Länder drin sind, die man animieren kann. Das könnte man noch adden, finde ich. Aber sonst. Ja. Ein Damage nehmen wir. Warlord Class. Win is End Steps. Wenn eine Kreatur gestorben ist, verliert ihr Gegner ein Leben. Dobberst 3 Karten. Legt dann einen in die Hand. Und. Level 3 ist natürlich nice. Level 3 ist richtig nice. Doof nur, dass wir das permanent halt bouncen können. Machen wir den Scry. Dadurch, dass wir keinen Companion haben, macht es das Ganze halt echt madig, muss ich sagen. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir den Scry. Ja. Das mit dem Companion ärgert mich ein bisschen.
Gegner. Was sind das denn für Sleeves? Tiamat Sleeves, okay. Gegner. Gegner sagt, ist okay. Wir haben Mountains drin. Also gehe ich mir davon aus, dass wir irgendwas Rotes brauchen. Welches würde ich denn eher flickern wollen? Wahrscheinlich aktuell das und weniger das. Also würde ich das Omen of the Sea aktivieren, sacken und Scry 2 machen. Das kostet ja nur 2 Mana. Das machen wir so. Das machen wir so. Weil ich möchte, dass das Land tatsächlich ziehen. Dann droppen wir das. Machen dann Scry 2 und ziehen eine Karte. Ziehen das Triom, spielen das Triom, haben Negate und das offen. Der Glass Casket, das Removal, den lege ich niemals runter. Und dementsprechend passt das ganz gut. Land kommt getappt rein. Wir könnten auch Doomscar. Ah, nee. Nee, lassen wir mal. Lassen wir mal. Für den Fall, dass wir Brazen Burrower oder Negate brauchen, würde ich sagen, lassen wir das lieber mal offen. Mal gucken. Einfach nur Plus. Zwei Goldspan Dragon gehen in den Friedhof. Das wirkt seltsam. Sehr seltsam. Machen wir den Glass Casket. Und wir exilen den Paladin. Und ich würde sagen, wir foretellen das Doomscar. Einfach nur, weil wir trotzdem noch Mana offen haben für Negate und Brazen Burrower. Magma Opus des. Achso, okay. Ich war gerade verwirrt, was diese Karte macht. Aber sie hat einfach Cycle, kreiere einen Treasure. Man wollte ja unbedingt einen Treasure haben. 2, 4, 6, Goldspan Drang. Mächtig. Der ist leider Gottes wirklich mächtig. Und aua, 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 das tut weh. Den muss ich leider doomscaren, was echt, echt ärgerlich ist, finde ich. Ich könnte den auch einfach den Immerith spielen und hoffen, dass der groß genug ist, damit mein Gegner eben nicht durchkommt. Nur habe ich jetzt halt noch Negate und Brazen. Brazen gerade für die Warlock-Class vielleicht nicht so verkehrt. Ich meine, er kann jetzt für 7 Mana Warlock-Class aufleveln. Dann kann ich die bouncen mit Brazen. Ja, gucken wir mal, was der Gegner noch machen kann. Gegner spielt ein sehr interessantes Deck. Also Grixis Warlock ist sehr, sehr interessant. Ich bin halt mal gespannt, wie die Win-Condition ist. Weil bisher fühle ich mich jetzt nicht so hart unter Druck gesetzt. Auf der anderen Seite mache ich selber auch keinen Druck, was natürlich mir ein bisschen die Angst gibt, wenn es ein Combo-Deck ist, dass er mich halt einfach umhaut. Einfach mit einer Combo. Das wäre halt nicht so nice. Deshalb, generell interessant. Und ich bin auch mal gespannt. Noch eine Warlock. Level 3 Warlock Class, okay. Being of your end step, each opponent loses life equal to life they lost this turn. Okay. Da würde ich ganz gerne die Warlock Class bouncen. So, dann gehen wir mal in unseren Zug. Sehr, sehr nice. Dann free in your hand. Ja, nice. Gehen wir mal hier mit hauen. Guck mal, was er macht. Er macht nichts. Wir können hauen gehen. Das ist sehr nice. Ich hätte die vorher wegtun sollen. Fällt mir gerade auf.
Und ja, mit dem Brazen können wir uns noch ein Leben saven. Mit dem Sword Coming können wir uns Leben saven. Also wir sind hier relativ safe, was das angeht. Check for Traps. Das müssen wir negaten. Leider Gottes. Ansonsten nimmt er einfach das Negate und ich hab's verloren einfach nur. Was sehr ärgerlich wäre. Und wenn jetzt das... Nee, noch einen davon kriegst du nicht. Noch einen davon kriegst du nicht. Problem ist, jetzt hittet halt der Goldspan Dragon, den er hat. Der hittet jetzt halt richtig. Auf der anderen Seite kann ich jetzt nochmal einen Omen of the Sea cracken für einen Scry. Mal gucken, was wir noch haben. Elspeth Conquer's Death. Das ist nice. Das will ich auf jeden Fall ziehen. Den aus dem Weg räumen, zuhauen. Erst zuhauen, dann... Oder? Nee, erst spiele ich bei Elspeth Conquer's Death. Erst spiele ich Elspeth Conquer's Death. Dann kriegt er zwar noch einen Treasure, aber das ist okay. Und dann gehe ich mal für 5 nochmal ins Gesicht hauen. Und darf dann noch mal 3 Karten ziehen, was nice ist. Und dann legen wir noch ein Land. Ich möchte den Brazen haben hier zum Blocken, falls er irgendwelchen Shenanigans macht. Und das bringt noch nicht so viel. Ja, dann den Brazen, falls irgendwas passiert. Weil auch der Brazen ist eine Clock, die zuhauen kann. Das macht komisches Geräusches. Kicker, 5 Damage. Okay. Resolved. Dann lege ich den Brazen. Dann kosten deine Spells 2 Mana mehr. Dann könnte ich jetzt Yorion spielen. Gleich um noch was. Ne, removen kann ich nichts. Aber ich krieg nochmal Dudes. Ich könnte ihm das wegnehmen statt den, was glaube ich ganz cool ist. Ja. Erstmal gehen wir hauen. Erstmal gehen wir hauen. Noch eine Elspeth Conquer's Death. Dann spielen wir mal Yorion. Mit Yorion wählen wir ihn und ihn. Ah ne, ich kann das Warlocks-Ding gar nicht nehmen. Fällt mir gerade auf. Aber dann kann ich generell nichts mehr nehmen. Also dann kann ich auch so machen und kann den da machen. Und da hätte ich dann noch eine Ebene mehr haben können. Bam, bam, bam. Was? Ein Effektfeuerwerk. Wow, what? What? Das war ein krasses Effektfeuerwerk. Und hiermit habe ich nochmal 2 Leben bekommen. Was mir das Leben hätte, was mich retten könnte. Es könnte wirklich sein, dass das mich gerade gerettet hat. Yes! Wir haben das Spiel gewonnen. Es ist ein langes, langes Spiel, aber es hat richtig Spaß gemacht. Und es war echt ein mega cooles Spiel. Und es hat cool gezeigt, was das Deck cool kann. So, jetzt sind wir auch richtig bei dem Deck. Es hat ein Yorion gefehlt. Man spielt 3 Yorion Mainboard, einem im Sideboard für den Companion. Irgendwie wurde das nicht gewertet. Und wir haben dieses sogar ohne Companion gespielt. Was super schade ist. Aber, ja. Super, super cooles Deck. Es gab das vorher auch schon. Also gerade dieses Yorion-Flicker mit Elspeth Conquer's Death und auch den anderen Sachen wie hier Glass Casket und Birth und Operation ist ganz cool. Es geht halt auch hier eine ganze, ganze Menge geht hier aus dem Standard raus. Und ich bin mal gespannt, wie das Deck danach aussieht. Gerade auch, weil Yorion ja auch rausgeht. Deswegen sehr, sehr schade. Aber es ist ein cooles Deck, was ihr noch bis zur Rotation spielen könnt. Und dementsprechend schaut euch das an. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.